Bergklettern ist, ist alles eigentlich. Wenn ich also einen Tag oder einen Nachmittag beim Klettern bin oder wenn ich einen Tag im Gebirge war, dann komme ich abends total relaxed heim und bin mit mir und der Welt zufrieden. Und dann kam das Klettern und das habe ich auch nie mehr losgelassen. Also das hat mich, für mich eine ganz große Bedeutung. Das Leben. Ja, das richtige Leben. Ich bin der Rudi und kletter noch nicht lang. Ich bin jetzt 68. Ja, der Jüngste in der Truppe. Ich bin der Erwin Weich. Ja, Spitzname Blondi, der ist vom ersten Jahr an geblieben. Und Alter ist 83. Seit 66 Jahren. Wir sind alle Alpinisten, ja. Also ich habe die meiner Kernzeit, wenn man so mal so sagen, war ich bloß in die Berge. Und das war so eine richtige starke Gruppe war das da. Da ist echt was abgegangen da. Da ist halt einfach der VW-Bus, der ist voll gemacht worden und dann Dolomiten oder Kaiser oder wohin. Und na, so war das. Es wird ja, wenn man älter wird, zunehmend schwieriger, einen Zeitpartner zu finden. Meine sind ja alle so nach der Reihe weggestorben, sagen wir mal so. Ja. Und jetzt kommt es ja eigentlich bloß nur darauf an, dass man sich fit hält. Und da liegt das Bouldern am nächsten. Ich habe die Jungs alle hier hingezerrt, also Leute, lasst uns das mal probieren. Lasst uns mal vorurteilsfrei hingehen. Und die Begeisterung war sofort da. Also das war, wir waren einmal da und waren infiziert. Wunderbar. Komm, bleib da. Futuk jetzt links. Links ein Futuk. Jetzt da. Jawohl. Sauber. Komm, gib. Jawohl. Jawohl. Sauber, komm, hey. Jawohl. Ja, der Blonde ist eigentlich ein Phänomen, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich merkt man bei dem, bei jeder Bewegung, dass er eine unglaubliche Vorgeschichte hat. Das heißt, in seinen besten Jahren, würde ich mal sagen, die 50er, 60er Jahre, war der sicher in Deutschland ganz vorne dabei, bewegt sich irrsinnig gut, steht fantastisch gut, erfasst wahnsinnig schnell die Situation, hat also einen unglaublichen Blick fürs Gelände. Das ist ein Klettertalent ohne Ende. Bis heute. Punkt 2 ist, er ist unglaublich motiviert. Also wenn wir alle nach 5, 6, 7 Seillängen schon irgendwie müde und keine Lust mehr haben, sagt er plötzlich, komm, also 2 Touren geht unbedingt noch und so. Also der Mann hat eine unglaubliche Motivation. Also auch jetzt im Winter, wenn die Sonne scheint, Blondie am Telefon, du, komm nicht schnell irgendwie 2 Stunden. Also der ist unglaublich motiviert. Also für mich ist das Klettern angegangen und dann habe ich gewusst, das ist es. Und dann bin ich geblieben. Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dass es das ist, dann geht es ganz automatisch, glaube ich. Dranbleiben. Dranbleiben, ganz gleich, was kommt, irgendwie dranbleiben. Das daheim rumhocken, das ist der größte Fehler. Das ist der größte Fehler, was ein Mensch machen kann.